So einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier im Foyer des Opernhauses und auch einen wunderschönen guten Tag allen, die uns zu Hause virtuell verfolgen in dieser Pressekonferenz, die aus vielerlei Gründen eine sehr besondere Pressekonferenz ist. Für mich persönlich ist es eine ganz besondere Pressekonferenz, weil es die 17. und letzte ist für mich als Intendant hier. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich sehr, dass mein designierter Nachfolger Florian Lutz unter uns ist und kann Ihnen in diesem Zusammenhang auch sagen, dass unser Verhältnis ein sehr gutes ist und das, glaube ich, auch ein sehr guter Übergang sein wird. Und ich freue mich, dass du da bist, Florian. Außerdem ist es natürlich eine sehr besondere Pressekonferenz, weil mir kommt in den letzten Wochen immer so ein Brecht-Lied in den Sinn. Das hat so Zeilen, die lauten: Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Also wir planen im Moment, wir haben noch keine offizielle Mitteilung, wie diese Spielzeit zu Ende geht. Ich bin aber relativ sicher, dass wir wahrscheinlich vor dem Sommer keine Vorstellungen mehr spielen werden. Vielleicht wird ein eingeschränkter Probenplan möglich sein, mit natürlich Wahrung des Sicherheitsabstandes. Das wird dann auch von Sparte zu Sparte verschieden sein. Im Tanz, wo die sich heben, schwitzen, anfassen müssen, ist es schwieriger als im Schauspiel. In der Oper mit Chor und Orchester ist natürlich auch wieder schwierig. Da gibt es bestimmte Regeln, wie weit die auseinandersitzen müssen und so weiter. Das werden wir sehen. Wir haben unseren Spielplan, so wie Sie ihn jetzt in diesem Heft finden, das ich übrigens, das will ich an dieser Stelle auch mal ganz schonungslos loben, sehr schön und gelungen finde und dafür unserem Grafiker Herrn Reinhardt und unserer Leiterin der Marketingabteilung Svenja Schröder sehr herzlich danken will. Ich finde, das ist wirklich sehr gelungen. Ich hoffe, dass Sie diesen Eindruck teilen können. In diesem Spielplanheft sind bereits einzelne Produktionen, die wir eigentlich in dieser Spielzeit noch rausbringen wollen, rübergezogen worden, ja, weil wir, als uns das erwischt hat, dass wir nicht mehr weiter probieren und spielen dürften, gerade mehrere Stücke kurz vor der Premiere hatten. Das heißt, die sind eigentlich probiert. Das wollten wir natürlich nicht sozusagen verloren gehen lassen und werden diese Produktionen, ich werde sie nachher auch einzeln noch mal nennen, in die nächste Spielzeit übernehmen. Also 2, 3 Titel werden Ihnen schon bekannt sein aus dem letzten Jahr, aus der letzten Spielplanvorstellung. Also da haben wir noch versucht zu reagieren. Wir sind jetzt erstmal sehr zuversichtlich, dass es nach dem Sommer hoffentlich so weitergeht, wie es hier steht. Aber wir werden weiter flexibel und atmend darauf reagieren, wenn es neue Nachrichten gibt, wenn es Einschränkungen gibt, die auch nach dem Sommer im September noch herrschen, und werden wiederum versuchen, darauf zu reagieren. Es gibt auch Pläne, dass wir zum Beispiel in den Zuschauerräumen, wenn es da noch nötig ist, Abstandsregeln halten und dann trotzdem für sie spielen. Es gibt auch Überlegungen, wenn bestimmte Sachen nicht gehen, wie man es anders retten kann. Aber jetzt erstmal nehmen wir uns das vor, was hier steht. Wir werden uns heute ein bisschen abwechseln, damit auch auf der Bühne der Abstand gewahrt ist. Und wir stellen Ihnen jetzt zunächst den Musiktheaterspielplan vor, so wie wir ihn uns vorgenommen haben. Und dazu übergebe ich sehr gerne das Wort an Francesco Angelico, unseren Generalmusikdirektor. Herr Angelico. Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Umso mehr, weil diese schwierige Zeit uns bei solchen Veranstaltungen ein bisschen Hoffnungen gibt. Ja, also wir sprechen über Zukunft, wir sprechen über neue Produktionen, neue Start, und wir hoffen wirklich, dass wir doch alles wieder so schnell wie möglich spielen können. Das erste Stück nächste Spielzeit wird La Traviata von Giuseppe Verdi. Ich würde sagen, endlich, weil nach 2 Jahren Gefängnis mit Ring und Wagner und deutsches Repertoire, das ist für mich ein so ein bisschen Wertstoff wieder zu sammeln, und ich freue mich sehr, endlich La Traviata, die ich noch nie dirigiert habe, muss ich auch sagen, dirigieren zu dürfen. Über La Traviata, ich glaube, kann man nichts sagen. Ich glaube, die am meisten aufgeführte Stück in der Welt, zusammen mit Bohème und Carmen. Und es ist ein Meisterwerk in aller Sicht. Wir werden
das mit der Inszenierung von Bruno Klimek erleben. Mit dem habe ich in Innsbruck gearbeitet und eine sehr, sehr eindrucksvolle Adriana Lecouvreur auf der Bühne bekommen. Der hat sogar die Schikaneder-Preis bekommen für die Inszenierung. Ich bin sehr gespannt mit der Arbeit mit ihm. Als Violetta wird Vlada Vorovko und Alfredo wird Giordano Luca singen, also zwei junge, sehr profilierte Sänger. Und Germont wird unsere Hans und Ju zusammen mit Cosmin Sime singen. Das zweite Stück im Programm ist noch ein italienisches Stück. Jetzt sieht wie ein bisschen die Rache der italienischen GMD bei diesem Spielplan, aber es ist in der Tat nicht so. Also wir haben alle zusammen darüber lange diskutiert und gesprochen. La Cenerentola von Gioachino Rossini, das ist auch eine seiner Meisterwerke, was an Buffo-Oper betrifft. Geschrieben in 1817 in Rom. Das war auch ein ziemliches großes Fiasko. Nicht so groß wie Barbiere, aber war überhaupt kein Erfolg. Und der musste ein bisschen Zeit sammeln, um das wirklich im Repertoire zu sein. Rossini, wie immer, hat das Stück sehr schnell geschrieben. Ich glaube, 2-3 Wochen hat er das ganze Stück komponiert. Ja, das Ganze wird von unserem Ensemble gesungen. Angelina, also die Hauptpartie, wird von Vero Miller und die Inszenierung wird von Frau Altaras übernommen. Übrigens eine sehr, sehr schöne und ich würde sagen auch poetische Inszenierung, die schon in Linz zu sehen war, einige Jahre her. Das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und ja. Das ist mal das nächste Stück. Ja, liebe Damen und Herren, dann mache ich weiter. Und ich denke, das ist ja aller unser Begehr zurzeit, zu schauen, wo finden wir gegenwärtig Freude. Da schließe ich mich Francesco Angelico an, da wir möchten gerne mit Ihnen eben auch in der Hoffnung dabei Ihnen Freude auf die Zukunft zu schüren in unserem Kasseler Opernhaus, heute diesen Spielplan, Opernspielplan auch vorstellen. Sie haben bereits zwei Titel gehört, Traviata und Cenerentola, zwei italienische Frauen und Sie werden weiterhin merken, unser Opernspielplan ist voll von aufregenden Frauen. Das sind jetzt schon mal zwei italienische. Und diese Frauen verbindet natürlich auch ganz viel, dass sie beide zunächst italienischsprachig sind. Dann kommt die dritte im Bunde, eine französischsprachige. Thomas Bockelmann hat den Titel genannt, die Carmen. Wenn wir uns jetzt überlegen, was diese Frauen weiterhin verbindet, darüber hinaus, dass sie eben titelgebend sind für diese Opern, dann schauen wir bei Violetta Valeri, der Kurtisane in Als Traviata, und Carmen, der Frau, die von sich sagt, ich bin zur Freiheit geboren. Auch der Violetta Valeri ist die Freiheit höchstes Gut. Sie geht letztlich zugrunde und das ist ein Schicksal, das auch unsere Carmen ja, treffen wird. Liberté, Freiheit. Heißt es da und da stellt sie den Brigadier Don José tatsächlich vor die Wahl. Möchtest du dieses freie Leben, so wie ich es kenne, dieses Lebensmodell mit mir teilen oder nicht? Don José kann ihr nicht folgen. Er weiß nichts anderes, als sämtliche Register seiner Eifersucht zu bemühen. Carmen überlebt das nicht. Erstmals kommt für diese Regiearbeit Bernd Mottl zu uns ins Haus und die musikalische Leitung dieser Carmen liegt in den Händen von Mario Hartmuth. Bernd Mottl, wenn ich das noch ergänzen darf, hat beim letzten Hessischen Theatertreffen mit seiner Inszenierung Schade, dass sie eine Hure ist, mit dem Staatstheater Wiesbaden den Regiepreis gewonnen bei diesem Theatertreffen. Und da fanden wir das eine ganz treffliche Idee, ihn zu bitten, doch auch in Kassel zu inszenieren.
Er hat sicher Großes vor. Als Carmen erwarten wir zwei Mezzosopranistinnen, zunächst Katharina Bradic und dann Marina Brudenskaya. Und unser Don José wird ebenfalls ein Gast sein, der junge bulgarische Tenor Milan Boschkow. Ja, liebe Damen und Herren, das kennen wir. Das Theater treibt sein Spiel mit den Frauen und auffallend viele von ihnen müssen auf der einen oder anderen Art und Weise ihr Leben lassen. Wie dann auch noch Rosalka und Lucretia, also zwei weitere Frauen. Sie werden gleich von ihnen hören. Anders aber als China von Georg Friedrich Händel. Hier findet ein lustvolles Spiel statt. Liebestolle Menschen, die sich verheddern, die nicht mehr wissen, wohin mit sich, die auch nicht mehr wissen, woher sie kommen. Händel nimmt uns mit für dieses doch auch liebestolle Spiel auf eine Zauberinsel. Und Sie werden das erfahren oder wissen es vielleicht auch schon, diese barocke Oper ist hochmodern. Nicht zuletzt deshalb, weil sie uns immer, und das gilt doch für viele barocke Werke, viel über uns als Menschen, über das Menschsein an sich auch erfahren lässt. Und im Falle von Alcina werden wir merken, es miterleben, dass die Lösung zur Befreiung, wovon oder wozu auch immer, hier bei diesen Bühnenmenschen eben im Menschen selbst liegt. Und Georg Friedrich Händel macht das in seiner typischen Kompositionsart auch, erzählt und illustriert er das über die Affekte, eben auch über den Gesang. Und der ist ja, wie wir von Wagner wissen, die Sprache der Leidenschaften. Und hier finden die Bühnenmenschen sich in der Darstellung oder über die Darstellung der Affekte selbst. Das macht doch auch Hoffnung. Markus Bothe wird noch ein Regiename, wird sich hier erstmals vorstellen als Regisseur dieser Barockoper und die musikalische Leitung liegt in den mittlerweile bewährten Händen des Barockspezialisten Jörg Hallubeck. Ja, liebe Damen und Herren, bevor wir zu den weiteren Opernfrauen kommen, die da von sich singen und reden machen werden, möchte ich noch einen kurzen Blick mit Ihnen tun in den Januar 2021. Ja, die Alcina kommt Ende März zur Premiere, dann im neuen Jahr. Wir gehen zurück in den Januar und da präsentieren wir hier in Kassel erstmals ein Rockmusical. Der Titel ist Next to Normal, fast normal. Ein Thema wird dort angesprochen, das gemeinhin auch heute noch als doch heikel gilt. Das ist das der psychischen Disposition, der psychischen Krankheiten. Und wenn man sich mit der traurigen Psychiatriegeschichte beschäftigt, wird klar, wie absurd, vielleicht auch im Unvermögen eben diesen psychischen Krankheiten Herr zu werden, da wird klar, wie absurd die Behandlungsmethoden und letztlich auch grausam waren, immer im Versuch, zu einer möglichen Therapie zu finden. Und ich denke, es liegt auch noch nicht lange zurück, dass eben diese psychischen Krankheiten auch ein Tabuthema sind oder waren. Es lässt sich doch immer sehr viel leichter über einen konkreten Beinbruch sprechen, als über das komplexe Wesen der Seele, die dann beschädigt ist oder auch die angeschlagene Psyche. Und was das Autorenteam hier von Next to Normal macht, eben auch, sie zeigen die Betroffenen, das ist die Familie Goodman, eben mit ihrem verzweifelten Versuch, Normalität zu bewahren und davon zu erzählen. Und
Tom Kitt und Brian Yorkey haben in diesem Musical, das 2009 am Broadway uraufgeführt wurde, seither sehr viele Erfolge gefeiert hatte und sogar mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurden. Dieses Team eben hat da zu einer sehr offenen und auch sensiblen Erzählsprache gefunden. Wir freuen uns, dass sich Philipp Rosendahl für dieses Rockmusical zur Aufführung hier in Kassel sehr eingesetzt hat. Er wird es auch inszenieren. Darauf freuen wir uns, sind gespannt. Zuletzt haben wir ja seine großartige Regiearbeit der West Side Story und zumindest einige Vorstellungen seiner eindrücklichen Erzählweise von Candide erlebt. Die musikalische Leitung von Next to Normal. Wir spielen es in deutscher Sprache, damit uns da dann auch wirklich nichts verloren geht. Fast normal. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Donato Deliano. Da darf ich Sie neugierig machen auf einen tollen Cast, den wir aber heute nicht verraten, in Verabredung eben auch mit den Künstlern selbst, mit denen wir dann auch noch Großes vorhaben. Ja, und vor, nach Next to Normal, vor Alcina kommt noch Dvořáks. Dvořák, genau, Dvořák-Rusalka. Das hätten wir jetzt im Mai die Premiere spielen müssen. Das hätten wir jetzt gerade bei Endprobe sein müssen. Und deswegen freue ich mich aber wirklich sehr, dass wir dieses Stück glücklicherweise retten könnte, genau mit derselben Besetzung, genau mit demselben Regisseur, mit denselben Kostümen. Es war wirklich irgendwie ein Glücksfall im Sinn auch von organisatorischer Kalenderplanung und alles. Die Kostüme waren praktisch fast fertig. Bühnenbild war halb gebaut und das hätte wirklich eine große Schade für uns alle, wenn wir einfach an dieses wunderbare Stück verzichten mussten. Rusalka ist das vielleicht Opernmeisterwerk von Dvořák, seine letzte Oper. Ja, es ist auch hier eine Frau, eine besondere Frau, die von einer anderen Welt kommt, der Welt der Nixen, der Welt des Wassers, der Nacht. Und sie trifft die Welt der Prinz, der Welt der Macht und der Welt der Menschen vertritt. Und diese zwei Welten kollidieren zusammen und ja, interessanterweise durch taub zu werden. Rusalka wird in der ganzen zweiten Akt nicht singen praktisch, weil sie taub ist aufgrund ihrer Entscheidung, in die Welt der Menschen reinzukommen. Und Dvořák beschreibt diese Beziehung mit einer unglaublich feinen und auch poetische, melancholische Instrumentierung und Musik. Ich freue mich wirklich sehr auf diese Produktion. Die Inszenierung wird vom Tadeusz Strassberger übernommen. Der Prinz wird als Gast Herr Samek, Richard Samek, gesungen und Rusalka von unserer Ani Jorenz. Und noch ein Gast wird der Wodnik, der Wassermann von Michael Hauenstein. Die Premiere wird am 13. Februar 2021 stattfinden. Nächstes Stück, wo noch eine Frau wie Frau Bensing schon gedeutet hat, Mittelpunkt ist das Rape of Lucretia von Benjamin Britten. Das ist auch ein Stück, das wir eigentlich Ende dieser Spielzeit auf der Bühne bringen mussten. Und das war auch so ein Glücksfall, dass wir doch auch dieses Stück retten konnten. Rape of Lucretia ist der erste von einer kleinen Trilogie von Kammeroper, geschrieben von Benjamin Britten, anschließend nach dem Zweiten Weltkrieg. Rape of Lucretia ist 1946 geschrieben wurde, wenn ich mich nicht täusche. Danach kommt Halber Erring und dann The Turn of the Screw. Und es ist unglaublich, wie Britten mit 12 Musiker einen Klang baut, die für die Oper mehr als genug ist. Im Sinn von Farben, von Dramatik, von Agogik,
Man denkt oft, ja, die Oper sind nur große Maschinen, die auf die Bühne kommen, aber eigentlich auch Kammeroper haben unglaublich viel stark an Ausdruck. Interessanterweise hat er das geschrieben in Not, weil nach dem Krieg wenig Mittel war und er musste dort dieses Claiborne-Festival irgendwie in Laufen bringen. Und vielleicht ist auch für uns als Modell zu denken, ob wir doch in Not irgendwelche fantasiöse Idee da haben, um unser Repertoire weiterzuspielen im Haus. Die Hauptpartie von Lucretia wird von unserer Ulrike Schneider gesungen, die musikalische Leitung wird von Herr Hartmut übernommen und die Inszenierung von Anjara Amos, die schon bei uns diese sehr beeindrucksvolle Abend mit Bach inszeniert hat. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie mit Britensprache die Inszenierung weitergibt. Dankeschön. Und Rape of Lucretia, die Anjara Amos, zeichnet in dem Falle verantwortlich für Bühne, Kostüme und Regie. Und da wir auch für diese Oper schon die Bauprobe hatten, können wir ihn wirklich versprechen und in Aussicht stellen, dass sie Anjara Amos da auch zu einer poetischen Erzählweise findet. Eine weitere Oper, die wir glücklicherweise retten konnten. Diese Oper wurde noch niemals gespielt, denn es ist die geplante Uraufführung einer Kinderoper. Und jetzt gucken Sie mal, wir schauen, ob das klappt mit der Kamera. Ich habe Ihnen die verrückten Geselle, klappt das? Ein Daumen geht nach oben. Ja, da sehen Sie schon diese Vierbeiner hier übersetzt, unserer Kinderoper, deren Uraufführung wir nach 2021 glücklicherweise retten können. Und genau diese Vierbeiner hier, haben Sie sie gesehen, als Zeichnungen, Illustrationen von Mona Eing, als Werbemaßnahme für unser Haus. Und da sehen Sie schon der Kröterich. Das ist ein ganz verrückter Geselle, ein Lebenslustiger und dessen Maxime ist es, je schneller, desto besser. Das ist großartig und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Er bringt seine Freunde, das ist ein Maulwurf, ich zeige es Ihnen nochmal, ein Dachs und wen haben wir da noch drauf? Kröterich, Maulwurf, Dachs, es gibt noch einen und ein die Ratte, genau. Und ein Pferd tritt auch noch auf und Thomas Bockelmann dann als Autofahrer. Und der Kröterich schrottet nämlich alles. Ich überfahre sie aber nicht. Schrottet nämlich alles, was ihm in die Finger gerät. Zuletzt auch das Auto des Autofahrers. Er kommt ins Gefängnis. Aber der Kröterich hat natürlich Glück. Er hat ganz viele gute Freunde. Und nicht zuletzt die Tochter des Kerkermeisters, das wird dann Linlin Pfand sein, hat einen Plan, wie man ihn aus diesem Gefängnis wieder herausholt. Das ist wirklich eine liebevolle Geschichte. Die Oper, geschrieben von Elena Katz-Czernin, ist fertig. Und sie freut sich natürlich unbändig, dass wir diese Uraufführung um ein Jahr verschieben können. Und ja, sie hat sie im Auftrag des Staatstheaters Kassel geschrieben. Und sie sagt, das finde ich toll, Ich erfinde im Grunde den ganzen Tag Musik und das ist das freieste Leben, das ich leben kann. Und genau, mit ihrer Fantasie haucht sie diesen Figuren Leben ein. Darauf dürfen wir uns dann Ende der neuen Spielzeit freuen. Es ist ein liebevolles Stück Musiktheater für Menschen jeden Alters, vor allem aber auch für Kinder. Und, genau. zu guter Letzt muss man natürlich sagen, Herr Angelico, auch wenn Sie ihre Liebe zur italienischen Musik zum Ausdruck gebracht haben, so ganz werden Sie Herrn Wagner in der kommenden Spielzeit noch nicht entgehen. Wir haben nämlich also neben einer Wiederaufnahme von Hänsel und Gretel dann auch noch zwei Zyklen des Rings des Nibelungen, die im Mai
und im Juni 2021 sein werden. Da sind wir nun doch wirklich sehr zuversichtlich, dass bis dahin Corona vielleicht kein Thema mehr ist und wir das unbeschadet Ihnen so werden präsentieren können, wie wir das möchten. Sie erinnern sich, in der Götterdämmerung waren da auch 150 Leute auf der Bühne. Da wäre im Moment das Abstandsgebot sehr schwer einzuhalten. Also wir sind zuversichtlich, dass das so passieren wird. Und wir sind vor allen Dingen froh, dass man dann, weil das war, kann man glaube ich schon noch mal kurz sagen, mit die größte Frustration hier im Haus mit Corona, dass wir Götterdämmerung genau einmal nämlich zur Premiere spielen konnten und dann nie wieder. Ja. Das ist, wenn man so eine große Anstrengung macht mit so vielen Menschen, fast 250 Beteiligten, und dann muss man die zweite Vorstellung schon absagen, wenn das jetzt nicht nochmal wiederkommen würde, das wäre ganz furchtbar. Ich wollte noch kurz ergänzen zum Opernensemble, das nahezu auch beisammen bleibt wie gehabt. Mit ein Sänger ist im Gespräch mit der Wiener Staatsoper, dass es da weitergeht für ihn. Wir hoffen aber, er kommt dann als Gast zu uns zurück. Und im Opernstudio wird für ein weiteres Jahr Lena Langenbacher dann sein können. Genau, Herr Angelico, Sie wollten noch kurz etwas zum Konzertspielplan? Da wird es eine Sonderpressekonferenz geben, ja. Aber vielleicht ein Satz. Ich kann nur mich sehr freuen auf die zwei Gäste oder drei Gäste, die zu uns kommen. Erst über Herr Peter Gülke, der wird ein Symphoniekonzert bei uns leiten. Da ist für mich eine Ehre, dieser große Künstler und Musikologe bei uns zu haben. Gerhard Hoppitz wird das erste Symphoniekonzert am Klavier mit mir, mit erste Klavierkonzert von Johannes Brahms. Und wir haben auch der erste Horn vom Berliner Philharmoniker hier als Gast, Stefan Dorr. Mit dem werden wir ein ganz frisches Stück geschrieben vor ein paar Monaten von Abrahamsen hier in Kassel uraufführen sozusagen. Das sind wirklich drei Gäste, von denen ich mich sehr, sehr freue. Sonst, wie gesagt, wird eine gezielte Pressekonferenz für die Sinfoniekonzerte. So, jetzt gibt es zu dem Musiktheaterspielplan jetzt noch aktuelle Nachfragen? Bitte. Es waren ja mehrere Veranstaltungen Götterdämmerung angesetzt. Es wurden Karten dafür verkauft. Nun gibt es ja nur noch die entsprechenden Aufführungen im Mai, Juni. Wie sieht das aus mit einzelnen Götterdämmerungen? Wir kämpfen im Moment noch darum, ob wir im Ende Oktober noch eine weitere Vorstellung hinkriegen, ob das gelingen wird, ob bis dahin sozusagen die Bestimmungen schon so sind. Ich habe vorhin was von Abstandsregeln gesagt. Wer die Aufführung kennt, weiß, wovon ich rede. Da ist das besonders problematisch. Ob es da schon gehen wird, das wissen wir schlicht einfach noch nicht. Wir bemühen uns darum, die Sänger, da sind ja viele Gäste auch dabei mit komplexen Terminkalendern, aber die sind optioniert für diese Vorstellung. Also es ist vorgesehen, aber es kann sein, dass Corona uns einen Strich durch die Rechnung macht. Ich kann es Ihnen leider im Moment noch nicht genauer sagen. So, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich mich sehr bei Frau Dr. Benzin und Herr Angelico und bitte Michael Volk auf die Bühne. Es geht ums Abstandsgebot, deshalb konnten wir nicht alle auf einmal hier sitzen. Und jetzt geht es weiter mit dem Schauspielprogramm. Ich werde diese Spielzeit eröffnen mit dem Sturm von William Shakespeare. Das letzte Stück, das dieser große Dichter in seinem Leben geschrieben hat. Ein Stück, in dem es natürlich auch um Abschied geht. Ein Stück, Stanislaw Lem, der große Science-Fiction-Autor, hat mal über Shakespeare gesagt, außer dem lieben Gott hätte der am meisten geschaffen auf der Welt. Und das ist eben sein letztes Stück. In dem Stück geht es um Abschied, in dem Stück geht es um Versöhnung, in dem Stück geht es um Vergebung. In dem Stück geht es natürlich auch wie immer um Liebe, es geht um Loslassen. Und wenn Sie all diese Begriffe hören, dann werden Sie sich nicht wundern, dass ein scheidender Intendant nach 17 Jahren sich vielleicht gerade darauf kommt, so einen Text sich auszusuchen. Auf der Rückseite unseres Spielplanhefts steht der Schlussmonolog des Prospero und ich bringe ihn den mal kurz zu Gehör. Du wirst mir fehlen,
sagt er, wenn er sich von seinem Luftgeistdiener Ariel verabschiedet. Du wirst mir fehlen, unsere Spieler waren Geister alle und zerfließen nun zu Luft, zu dünner Luft. Und wie dies ins Nichts gebaute Trugbild werden einst wolkenhohe Türme, Paläste, stille Kirchen, ja der große Erdball selbst mit allem, was auf ihm Wohnung nahm, vergehen. Und wie dies wesenlose Schauspiel zerfließen, verschwinden ohne Spur. Wir sind aus solchem Stoff, aus dem man Träume macht. Und unser kleines Leben umschließt einen Schlaf. So, aber bevor das dann irgendwann mal so weit kommt, wollen wir natürlich unser kleines Leben noch sehr genießen und Ihnen eine fulminante Spielzeit auch im Schauspiel vorlegen. Und die geht dann nach dem Sturm gleich weiter, eine Woche später, mit einem Stück, das Ihnen jetzt Michael Volk vorstellt. Genau, guten Tag, schön, dass Sie zusehen. Das zweite Stück wird Markus Dietz inszenieren. Es wird Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist sein. Eine der schönsten Komödien deutscher Sprache, wie man so sagt. Aber Kleist wäre natürlich nicht Kleist, wenn diese Komödie nicht eine dunkle Grundierung hätte. Und die kann man schon dem entnehmen, dass er eigentlich eine Art von Ödipus-Paraphrase geschrieben hat. Nämlich ein Richter, der selbst ermittelt und am Ende feststellen muss bei Ödipus, dass er der Täter ist. Bei Dorfrichter Adam, der eben in einem kleinen Gericht ermittelt, der weiß schon von Anfang an, dass er der Täter ist und versucht eigentlich in einer Art gegenläufigen Gerichtsprozess genau diese Tatsache zu verschleiern. Er verstrickt sich dabei, typisch Kleist, im Netz der Wörter, wie ein Wissenschaftler mal so schön formuliert hat. Und das hat dann durchaus düstere Züge. Also wie Menschen sich um Kopf und Kragen reden, ist natürlich sehr, sehr komisch, aber es ist auch ganz bitter. Und am Ende kommen eben zwei Verfehlungen staatlicher Macht zum Vorschein. Eine eben von Adam, dem Dorfrichter, aber die zweite eben von denen, die ihn kontrollieren sollen. Und das macht es natürlich dann doch zu einer düsteren oder heillosen Welt, die da beschrieben wird, bei aller komödiantischer und sprachlicher Komik, die Kleist da entfesseln kann. Dann geht es gleich weiter. Ich mache gleich das nächste Stück auch. Da sind wir im TIFF, 20. September, eine deutschsprachige Erstaufführung, wo wir uns mit einem lateinamerikanischen Autor beschäftigen, einem Gegenwartsautor, der ein wirklich fulminanter Theaterautor ist, Raphael Spreckelbird heißt der. Und der schreibt eigentlich in der Tradition der lateinamerikanischen Autoren wie Marquez oder auch Borges und Cortázar und untersucht, wie brüchig das, was wir so gemeinhin als Wirklichkeit wahrnehmen und was im Alltag ja auch meistens ganz gut funktioniert, wie brüchig und fragil das in Wirklichkeit ist, zumal in Extremsituationen. Er hat eine Episode aus dem Leben von Philipp Seymour Hoffmann genommen, nämlich als der starb und sein Tod ist ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, von seinen Anhängerscharen sehr mystifiziert worden, sodass man alle möglichen Theorien über diesen Tod hatte. Seine Filmfirma hatte ein reales Problem, nämlich wie macht man den Film zu Ende, den er gerade begonnen hatte zu drehen oder fast fertig gedreht hat. Wie kriegt man diesen Film nun zu Ende? Muss man den jetzt virtuell wiederbeleben oder muss man einen casten, der genauso aussieht? Das ist ein bisschen der Ansatzpunkt für ein sehr, sehr geistreiches und überraschendes Verwirrspiel, was der Spreckelbird da vornimmt, indem er drei Handlungsstränge, die sich erstmal an entlegenen Stellen der Welt ereignen, dann zu einem sehr, sehr überraschenden Gesamtgeschehen zusammenwebt. Dann genau. Geht's weiter mit Wilke Wehrmann wird es inszenieren. Das können Sie ja den Unterlagen dann noch entnehmen, der bei uns eben schon mehrfach Dinge inszeniert hat, die die Wirklichkeit auf ihre Brüchigkeit untersuchen. Dann geht es weiter, wiederum mit einer nachgeholten Premiere, Medea, das große Werk von Euripides, war eine Woche vor der Premiere, als wir den Spielbetrieb einstellten. Und das ist jetzt hohe Improvisationskunst, während nämlich dann im Oktober eigentlich eine andere Produktion, eine Uraufführung probiert. Unterbrechen wir diese Uraufführung eine Woche, um Medea auf die Bühne zu bringen, weil genau in dieser einen Woche die Regisseurin Johanna Wehner, die für uns ja schon mal den Faust gewonnen hat,
in dieser einen Woche probieren kann. Sonst hätten wir das gar nicht mehr hingekriegt. Aber natürlich wollten wir auch da Bühnenbild und diese ganze geleistete Arbeit, die da schon drin steckte, nicht in die Tonne hauen, um es mal salopp zu sagen. Die Geschichte von Medea ist Ihnen, glaube ich, hinlänglich bekannt. Sie, also eine Frau, die sozusagen das größte Tabu begeht, das man überhaupt begehen kann, nämlich als sie verlassen wird, weil der Mann sich einer jüngeren Jason, sich der Glauke zuwendet, dass sie diese beiden Kinder umbringt, ist natürlich so mit das drastischste und der größte Tabubruch, den man machen kann. Es gibt allerdings Urfassungen, frühere Fassungen, die auch sagen, dass die Medea nur die Glauke umgebracht hat und die Kinder dann von dem einheimischen griechischen Mob sozusagen gelyncht worden sind. Also da gibt es auch andere Versionen. Auf jeden Fall Johanna Wehner, eine von uns hochgeschätzte Regisseurin, die in dieser Spielzeit auch nochmal wiederkommen wird, Medea, die nachgeholte Premiere am 10. Oktober. Und jetzt geht es wieder weiter mit dir. Nee, jetzt kommt Welcome to Paradise. Ah, jetzt kommt Welcome to Paradise Lost. Natürlich, ja. Noch eine nachgeholte Uraufführung von Falk Richter, der in der kommenden Spielzeit Hausregisseur an den Münchner Kammerspielen werden wird. Das war wirklich, da habe ich noch die erste Hauptprobe gesehen von diesem Stück. Ja? Und die Premiere wäre 4 Tage später gewesen und wir mussten es abschalten. Das ist ein Stück, das sich an der Konferenz der Vögel orientiert und in dem es um die Klimakatastrophe und alle damit verbundenen Probleme geht. Diese Hauptprobe, die ich gesehen habe, gibt zu schönsten Hoffnungen Anlass. Das sehr Besondere an dem Stück, das jetzt nicht so ausgeschriebene Figuren hat, sondern sehr chorisch ist, ist, dass das von 5 Frauen gespielt wird, die unter anderem übrigens auch mehrstimmig zwischendurch auf das Hinreißendste singen werden. Das Stück wäre, wenn wir jetzt nicht Corona hätten, natürlich, also Fridays for Future, das ist von einer Aktualität, die uns, sobald hoffentlich der Corona-Nebel sich irgendwann wieder verzieht, uns sowieso wieder einholen wird, weil die Klimaproblematik wird bleiben. Ja? Sie müssen nur mal oberhalb vom Herkules da durch die Wälder gehen und sehen, wie viele Fichten da schon umgefallen sind und mit Förstern reden und sich von denen anhören, wie viele da diesen Sommer weiter umfallen werden, weil es nicht mehr regnet. Ja? Und die Borkenkäfer, weil es im Winter nicht kalt war, nicht gestorben sind und so weiter, könnte man jetzt lange drüber reden. Auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr aktuelles Stück in der Inszenierung von Gustav Rueb. Und jetzt bist du wieder dran. Nee, Kasimir und Caroline. Ach so, jetzt kommt. Ja, also wenn Figuren therapiegestärkt ihre Egoismen durchsetzen, dann sind wir in einem Stück von Rebecca Kricheldorf. Sie hat ja schon mehrfach für uns über Malungen oder Varianten von Märchen geschrieben. Sie hat sich diesmal natürlich mit Bedacht Aschenputtel ausgesucht. Sie werden also die Möglichkeit haben, Cenerentola an der Oper. Die Oper geht ganz anders an den Stoff ran als natürlich eine zeitgenössische Dichterin. Also Sie können das Werk dann in gewisser Weise zweimal sehen, den Stoff zweimal sehen. Das ist natürlich von uns mit Bedacht gemacht. Die Welt, die Rebecca Kricheldorf in dieses Märchen gesetzt wird, ist eine hyperreale, in der die Figuren überdreht eigentlich ihre Interessen verfolgen und die durchaus, sagen wir mal, ins Grelle und in eine heutige Welt gezogen werden. Es wird in gewisser Weise eine Welt beschreiben, in der die Liebe von Marktgesetzen extrem, also bis in die letzten Seelenwinkel ausgeleuchtet wird und dadurch natürlich nochmal ganz anders als im ursprünglichen Märchentext. Das wird die Shirin Kodadadian inszenieren am 28. November. Und man kann vielleicht noch erwähnen, dass das bereits die 10. Uraufführung ist, die wir von dieser Autorin machen. Die ist in Kassel sehr durchgesetzt. Die hat ja auch mal den Förderpreis von diesem Preis für grotesken Humor gewonnen. Sie war mehrfach in Mülheim eingeladen, beim Stückemarkt, in Berlin, bei den Autorentagen. Und das Besondere an dieser letzten Uraufführung ist, das ist auch eine Entscheidung, die wir mit Bedacht gefällt haben. Bisher waren die Uraufführungen immer im TIFF. Und jetzt finden wir, sie ist in Kassel so durchgesetzt, dass sie das Schauspielhaus verdient hat zum Abschied. Ein Stück, das sich ebenfalls, wenn man so will, mit dem Einfluss des Geldes auf die Liebe beschäftigt, ist das große Stück Kasimir und Caroline von Ödin von Horvath.
ein Stück, das in den späten 20er Jahren in München spielt, sozusagen beim Oktoberfest. Eigentlich wollen die sich erfreuen, aber Kasimir, die männliche Hauptfigur, ist gerade abgebaut worden, wie es so schön heißt. Er ist entlassen worden. Caroline will aber es gerade mal schön haben an dem Abend. Und das geht dann auseinander mit den beiden. Und das Große bei Horvath, der mal gesagt hat, ich liebe die Menschen nicht, ich sehe sie, der also einen sehr genauen Blick auf die Menschen hat und die Menschen auch immer Dinge sagen lässt, wo denen was aus dem Mund fällt, wo sie etwas von sich selber preisgeben, ohne das selber so richtig zu merken. Also ich gebe Ihnen mal so ein Beispiel, das ist so ein Satz, wie der sagt eine Figur, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Ja? Ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu. Ja? Und das ist ein Stück über die Liebe in einer schlechten Zeit, von großer Komik, aber auch von großer mikroskopischer Genauigkeit und Beobachtung von Figuren im TIFF-Inszenierung Janis Knau am 29. November. Dann geht es weiter mit einer Arbeit, die noch im Entstehen ist. Wir haben seit einigen Jahren den Regisseur Alexander Nehrlich verfolgt in seinem Schaffen. Der wird das erste Mal zu uns kommen, darüber freuen wir uns sehr. Er hat ein Projekt sich vorgenommen, das heißt Dorian Gray hinter den Spiegeln. Und wie Sie schon ahnen, handelt es sich um zwei Werke der Weltliteratur, die da miteinander ins Spiel gebracht werden. Dorian Gray von Oscar Wilde und natürlich von Lewis Carroll, die berühmte Geschichte von Alice. Was die beiden Stoffe gewissermaßen verbindet, ist der Spiegel, die Fläche des Spiegels. Auf der einen Seite als undurchlässige Fläche, in der der Protagonist sich immer in jung sieht. Also er bleibt jung, der Spiegel wird alt, also indem er sich sozusagen sieht, wie er altert, während er real jung bleibt. Und die Alice, die den Spiegel aber durchwindet, durchbricht und damit in eine Märchenwelt kommt, die wirklich, die Sie ja wahrscheinlich als Kinderbuch kennen, aber die eine große Fantasie und eine große Märchenhaftigkeit aufmacht. Diese beiden Stoffe werden zusammen gebunden, zusammen bespiegelt. Thomas Peter Görgen, mein geschätzter Kollege, wird das schreiben und wie gesagt, der Alexander Nehrlich inszenieren. Dann geht es weiter mit Pension Schöller. Einem Stück, das seit seiner Uraufführung die Menschen immer wieder zu Tränen, aber zu Lachtränen gerührt hat und das im Übrigen eine gewisse Nähe zunächst zu Normal hat, weil auch da nämlich, da wird ein, sozusagen ein Irrenhaus simuliert, aber von ganz Normalen. Nur das mit dem Normal und mit dem Irre, das ist ja manchmal etwas näher als man denkt, sich für völlig normal zu halten, ist vielleicht die mildeste Form des Verrücktseins. Ja? Und das wird in einer eigenen Fassung gemacht von dem großen Theaterautor und Regisseur Thomas Jonnek, von dem Sie diese Spielzeit vielleicht schon den Mephisto sehen konnten, wo auch er die Bearbeitung gemacht hat und sehr trefflich gezeigt hat, wie gut er das kann. Und wir freuen uns sehr auf diese Arbeit. Und dann kommt noch eine Stückentwicklung und noch eine Regisseurin, auf die wir uns sehr freuen. Lily Sykes, eine sehr gefragte junge Regisseurin, die sich den Stoff Pinocchio von Collodi vorgenommen hat, über den kürzlich, also bevor er verstorben ist, der Umberto Eco mal so schön gesagt hat, das wäre nun eigentlich wirklich keine Kindergeschichte, sondern eher eine für Erwachsene. Das eingefügte A gemahnt natürlich an Pain, an Schmerz. Und wie Sie wissen, entsteht die Geschichte ja auch, als der Tischler ein Holzstück bearbeiten will und dieses plötzlich Schmerzensschreie von sich gibt und sagt, halt, nein, ich will das nicht. Und erst dann einem Puppenspieler gibt, so entsteht diese ganze Geschichte, die dann am Ende eine Art Entwicklungsroman ist, wo dieser hölzerne Junge am Ende dann doch ein echter und richtiger Mensch wird. Also eine wirklich tolle und auch sehr reiche Geschichte, die sich auf jeden Fall lohnt, nochmal neu zu betrachten. Das ist dann auch... Ja. Nee, dann geht es weiter mit Aktion Boys, ebenfalls eine nachgeholte Uraufführung, dann zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys, dem wohl, also mindestens einer der bedeutendsten Dokumentarkünstler, bei vielen Dokumenten hier anwesend gewesen, das Stadtbild Kassels mit den 7000 Eichen geprägt, der Honigpump und so weiter. Es gibt viele Orte in der Stadt und das wird
der Regisseur Stefan Müller machen, der sehr gut ist in solchen Stadtparcours. Ich habe von Ihnen mal einen wirklich ganz wunderbaren Max-Frisch-Abend in Zürich gesehen, wo man dann an verschiedene Orte kam, wo Beuys zu Wege war. Das machen wir in Zusammenarbeit mit dem Fridericianum, mit der Kunstakademie, mit Schlösser und Gärten, weil wir natürlich an die Aue gehen werden und so weiter. Also das wird so, finde ich, nochmal ein ganz besonderer eben Abschluss, wo das Theater sich sozusagen in die Stadt und in die Landschaft hineinbegibt und die Leute uns auf ihren eigenen Füßen begleiten und nicht sitzen. Außerdem, da können Sie jetzt schon mitmachen, wenn Sie wollen, haben wir eine Aktion Beuys, das findet man bei uns im Netz. Wir haben uns nämlich gedacht, wenn der Beuys das geschafft hat, 7000 Eichen in Kassel auf die Bühne, auf die Beine zu stellen oder zu pflanzen, dann sollten wir das doch auch schaffen im Zuge dieser Aktion, dass weitere 7000 Bäume, diesmal nicht in Kassel, aber in der Welt gepflanzt werden, und haben deshalb eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Sie können da einen Baum spenden, Sie können auch 20 spenden, einer kostet einen Euro. Also wenn Sie mögen, beteiligen Sie sich. Ich fände es ganz toll, wenn wir irgendwann verkünden könnten, dass wir wieder im Zusammenhang mit diesem Theaterstück weitere 7000 Bäume gepflanzt worden sind. Dass das nicht so schlecht wäre, muss ich Ihnen, glaube ich, nicht näher erklären. Und dann kommt noch jemand, der für Kassel sehr wichtiger ist. Etwas flüchtiger ist der Kasselbezug des letzten Stückes, aber umso augenfälliger, nämlich Herakles, ein selten gespieltes Stück von Euripides. Das ist deswegen vielleicht selten gespielt, weil es nicht die dramatischen 12 Heldentaten des Herakles beschreibt, sondern weil es einen bestimmten Moment, einen schrecklichen Moment, nämlich den Moment seiner Rückkehr beschreibt, wo er eigentlich ein Dankesopfer bringen will, aber in der Verwirrung und mit dem hohen Adrenalin, mit dem Helden halt so unterwegs sind, dann versehentlich seine Söhne und seine Frau tötet. Und das ist deswegen so schrecklich und auch so ein wichtiger Punkt, den genau zu untersuchen, weil natürlich für Soldaten, die aus irgendwelchen Kriegen zurückkommen, genau dieser Übergang in den Frieden bis heute nicht so ganz einfach ist. Wenn man bisher gewohnt ist, ganz schnell zu sein und immer gleich zu schießen, wenn es Konflikte gibt, dann ist es womöglich schwer, plötzlich durch endloses Diskutieren Konflikte zu lösen. Und wie kann man jetzt von einem Zustand, vom Kriegszustand in den anderen übergehen? Also dieses Bewusstsein, dass das ein schwieriger Übergang ist, das hatte die Antike sicher in verstärktem Maße. Wir sind da ja gelegentlich hilflos, wenn es um Kriegsheimkehrer und wenn es um Gewalt geht. Deswegen glaube ich, dass es ein lohnenswertes und wichtiges Stück ist, wenn auch eben selten gespielt. Und das wird wieder die Johanna Wehner inszenieren, die jetzt ja gewissermaßen mit Medea eben auch schon einen Euripides-Text untersucht. Und die auch ganz toll ist im Erstellen von Fassungen, wie man zum Beispiel bei der Orestie gesehen hat. Außerdem fanden wir es ganz trefflich, so gegen Ende einer Intendanz uns nochmal dieser Figur zu widmen, die seit mehreren hundert Jahren über Kassel thront, ja, und sogar eine Spitzhacke bis an die Fulda geschmissen hat. Ja, und zu guter Letzt, das war nochmal so ein Wunschtraum, der steht, das letzte Stück, was ich Ihnen jetzt vorstelle, nämlich die unendliche Geschichte von Michael Ende als Sommertheater, voraussichtlich in der Aue, steht noch unter einem kleinen Finanzierungsvorbehalt, aber wir haben einen namhaften Sponsor, der aller Voraussicht nach bei seinem Wort bleiben wird, weil Freiluft zu spielen kostet natürlich zusätzlich Geld, weil man diese Infrastruktur, man muss die Bühne dahinstellen, die Toiletten, die Scheinwerfer und, die Zuschauertribünen. Aber wir würden uns eben gerne verabschieden mit einer unendlichen Geschichte für eine Sommernacht, also auch wieder in die Dämmerung hinein spielen. Wir haben das ja mehrfach gemacht in den Jahren meiner Intendanz mit dem Sommernachtstraum in der Aue, mit Black Rider, mit viel mehr. Und wir hoffen also sehr zuversichtlich, dass uns das zum Abschluss jetzt nochmal gelingt mit dieser Geschichte, unendliche Geschichte. Wieder wird Thomas Peter Görgen die Fassung machen, inszenieren wird das nochmals Philipp Rosendahl, der für solche Projekte sehr gut ist, und das Stück wird auch eine musikalische Seite haben, also es wird auch musiziert und gesungen werden. Das ist jetzt mal unser Schauspielspielplan mit sehr vielen Ur- und Erstaufführungen, wie Sie gemerkt haben. Mein Glaube war immer, das habe ich, glaube ich, hier zu meinem Antritt auch schon gesagt,
Ich glaube, das Theater Zeitgenossenschaft im besten Sinne des Wortes braucht. Also auch, und auch wenn wir Klassiker machen, dass man sie eben daraufhin untersucht, was sie uns heute hier und jetzt erzählen. Ich hoffe sehr, dass wir das, was wir Ihnen vorgestellt haben, alles werden so spielen können. Denn Theater im Homeoffice geht nicht. Schriftsteller können schreiben, Maler können malen. Theater machen muss man live auf der Bühne mit anderen Menschen im Raum. Sonst ist es nichts, trotz allen Streams. Ja, also drücken Sie sich und uns die Daumen, dass das alles klappt. Und jetzt, wenn Sie keine Fragen zum Schauspielspielplan haben, gibt es da noch Nachfragen? Dann offensichtlich nicht, dann gehen wir die letzte Etappe. Ich bedanke mich bei Michael Volk und bitte auf die Bühne Martina von Boxen und Johannes Wieland. Johannes Wieland fürs Tanztheater, Martina von Boxen für das junge Staatstheater, fürs Kinder- und Jugendtheater. Und ich glaube, du fängst an. Ich fange an? Ja. Okay. Möchtest du dein Wasser? Oh, Kelt-Service. Ja, hallo. Die erste Premiere des Just in der neuen Spielzeit wird eine Uraufführung von Dea Lohr sein. Sie hat ihr erstes Kinderstück geschrieben, und zwar für Kinder ab 5 Jahren. Herausgekommen ist dabei eine unglaublich warmherzige, liebevolle Geschichte über den Eisbären Benny. Dem ist seine Eisscholle quasi unterm Hintern weggeschmolzen und zu allem Überfluss ist er auch noch der Letzte seiner Art. Also baut er sich ein Floß, macht sich auf die Reise, auf die Suche nach einer neuen Heimat und nach einer Gefährtin, weil natürlich will er nicht aussterben. In Polynesien trifft er auf Polly, die zwar auch weiß und flauschig ist, aber leider kein Eisbärmädchen, sondern ein Huhn. Benny scherzt nicht, er will mit ihr Bärenhühner oder Hühnerbärenkinder machen. Polly erklärt ihm immer wieder, dass das so nicht funktionieren kann und setzt eine Kontaktanzeige für ihn in die Welt. Darauf melden sich auch einige weibliche Tiere, die Benny kennenlernen wollen. Sie alle sind die Letzten ihrer Art und sie alle kämpfen in ihrer Welt ums Überleben. Dea Lohr ist es mit Bär im Universum gelungen, die Themen Klimawandel und Artensterben ohne erhobenen Zeigefinger absolut kindgerecht und sehr humorvoll für Kinder begreiflich zu machen. Und ich bin sehr froh, dass wir die Rechte für diese Uraufführung bekommen haben und dass ich dieses Kleinod werde inszenieren dürfen. Die zweite Inszenierung von mir wird wieder das Weihnachtsmärchen sein, und zwar Der Zauberer von Oz als Musical. Obacht, wir werden nicht den Film auf die Bühne bringen, sondern eine eigene Fassung machen. Ich weiß nicht, wie viele Filme wir in dem Zusammenhang gesehen haben, wie viele Fassungen wir gelesen haben. Dann habe ich den Roman gelesen und habe gesagt, wir machen jetzt eine eigene Fassung. Wir machen ein Musical und Thorsten Drücker, der schreibt die Lieder und wird auch die Musik dafür komponieren. Inhaltlich, glaube ich, brauche ich nicht so viel dazu zu sagen. Fast jeder kennt sie, die Geschichte von Dorothy, die von dem grauen Kansas in das bunte Land gewirbelt wird und dort auf die Vogelscheuche trifft, die sich Verstand wünscht, den Blechmann, der sich ein Herz wünscht, der Löwe, der sich Mut wünscht, die auf gute und böse Hexen trifft und natürlich auf den Zauberer von Oz. Die nächste Premiere wird dann im März sein, und zwar Schuld und Sühne nach dem Roman von Dostojewski, in dem die Frage gestellt wird, kann ein Mord jemals gerechtfertigt oder erlaubt sein? Der verarmte Jurastudent Raskolnikow, hochbegabt und doch ausgegrenzt wegen der sozialen Gegebenheiten, kapselt sich nach und nach komplett von seiner Umwelt ab. Er wird von einer fixen Idee beherrscht, dass ein außergewöhnlicher und dazu auserwählter Mensch das Recht hat, vermeintlich unwertes Leben zu töten, unwerte Menschen zu töten, und dass ein Mord gerechtfertigt ist, wenn daraus für andere etwas Gutes entsteht.
Immer mehr verfestigt er sein radikales Weltbild, bis es kein Zurück mehr gibt. In einem nahezu perfekten Verbrechen tötet er eine raffgierige Pfandleiherin und deren zufällig daherkommende Schwester. Doch kann man das eigene Gewissen ausschalten? Wie kann man mit einer Tat weiterleben, die man nicht ungeschehen machen kann? Mit Schuld und Sühne schrieb Dostojewski nicht nur einen spannungsgeladenen Krimi, Psychokrimi, der auch noch 150 Jahre nach seinem Erscheinen aufwühlt, sondern auch eine Gesellschaftsstudie über jene Menschen, die durch Armut an die Ränder gedrängt werden und die wir meistens vergessen. Dostojewskis Einblicke in die Grausamkeit des Menschen, in seine Fähigkeit, noch den kleinsten Funken Mitgefühl in sich zu verlöschen, zum Löschen zu bringen, machen den Roman so relevant. Besonders heute und besonders für junge Leute. Wir werden das für Jugendliche ab 14 Jahre auf die Bühne bringen und die Regie wird Sebastian Schug übernehmen, der ja in Kassel wohl bekannt ist. In Kassel noch nicht bekannt ist eine Regisseurin, die ich sehr schätze, Anja Michaelis, war lange Zeit Oberspielleiterin am Theater Junge Generation in Dresden, wollte dann wieder frei arbeiten und arbeitet inzwischen in ganz Deutschland und auch in Belgien. Sie wird für Kinder ab 10 Jahren den Roman Marie Mahne und das Tor zur Nacht für die Bühne adaptieren und inszenieren. Marie Mahne und das Tor zur Nacht ist eine Mischung zwischen Science-Fiction, Fantasy und einem modernen Märchen. Christoph Werner entwirft in seinem Roman ein sehr realistisches Gesellschaftsbild. Wer kennt es nicht? Das Gefühl, keine Zeit zu haben. Dass einem die Zeit durch die Finger rinnt, dass man nie die Zeit hat für die Dinge, die man eigentlich tun will. All Day Industrious, kurz ADI, ist die Lösung. Eine Firma, die eine neue Technologie entwickelt hat. Mit sogenannten ADI-Träumen kann man quasi im Voraus schlafen. Die dauern eine halbe Stunde. Man schläft voraus, sodass man die nächsten Tage wach bleiben kann. Maries Vater ist regelmäßiger Kunde dort. Aber dann passiert irgendwann etwas Schreckliches. Er wacht nicht mehr auf aus so einem Traum. Kein Mensch weiß, warum. Kurz darauf taucht bei Marie ein seltsamer Mann auf, der sich Mr. Fisto nennt und angibt, dass er Maries Vater helfen kann. Er verspricht Marie, dass ihr Vater wieder wach werden wird, wenn sie im Traum das dunkle Tor öffnet, was ihr schließlich auch gelingt. Doch dafür geschieht etwas anderes Schreckliches. Die Menschen auf der ganzen Welt können nicht mehr schlafen, weil sie von furchtbaren Albträumen gequält werden. Gemeinsam mit Marie werden wir in eine Welt entführt, in der ein Industrieunternehmen die Weltherrschaft erringen will, während es auf der anderen Seite auch Bewacher gibt, die den Schlaf und die Träume retten wollen. Und gegen Ende der Spielzeit haben wir dann noch die Premiere eines Bürgerbühnenprojektes in Planung. Mit dem Arbeitstitel Lost in Kassel, das wir mit Kindern im Alter von 6 bis 18 Jahren und in Kooperation mit dem Museum für Sepulkralkultur und dem Kulturzentrum Schlachthof entwickeln möchten. Lost, verlieren, etwas oder jemanden zu verlieren, diese Erfahrung kennen vor allem dem junge Menschen, die, ich sag mal, nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Sei es, dass sie die Lust, zur Schule zu gehen, verlieren, das Selbstvertrauen, den Anschluss an die Gesellschaft, einen Menschen, ihre Heimat oder den Mut zu leben. Wir wollen diesen Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben. Wir wollen ihnen Mittel und Möglichkeiten an die Hand geben, ihre Gedanken und Gefühle in Kunst umzusetzen, sich künstlerisch auszudrücken. Wir möchten das dann im Museum zeigen und im Schlachthof. Wir möchten ein Lost in Kassel als ein biografisch geprägtes, genreübergreifendes Projekt realisieren. Und da das Ergebnis weit über den sozialen, über die soziale Komponente hinausgehen soll und ein hohes künstlerisches Niveau haben soll, werden professionelle KünstlerInnen aus den Bereichen Theater, Tanz, Musik, bildende Kunst, Medien gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen ein halbes Jahr lang daran arbeiten. Das waren die Projekte
Und zu allen weiteren Angeboten des Just, auch aus den anderen Sparten, zu den Clubs, den Workshops, den Mitmachangeboten, den Vermittlungsangeboten, dem großen Bereich Theater und Schule, werden wir nach der Sommerpause noch mal gesondert einladen. Dankeschön. Und es wird Wiederaufnahmen geben, die wunderbare Aufführung Das Gesetz der Schwerkraft von Martina van Boxen, Jason von Christosagor und Die Leiden des jungen W., dann schon in der vierten Spielzeit, wenn ich mich nicht irre. Und im Schauspiel haben wir natürlich auch Wiederaufnahmen. Wir haben uns ja in dieser Spielzeit extrem mit Stoffen, die was mit Kassel zu tun hatten, genauso wie dieser Boys-Abend in der kommenden Spielzeit, beschäftigt. Dazu gehört Mein verwundetes Herz, das die Geschichte der Jüdin Lilian beschreibt, und da, wo es einen extremen Publikumszuspruch gab, sodass wir das vom TIFF auch ins Schauspielhaus übernehmen werden, damit viele Menschen das sehen können. Genauso werden wir weiterspielen unseren Abend über den NSU-Prozess, der sich natürlich insbesondere auf den Fall in Kassel fokussiert. Ganz passend dazu, heute ist endlich Anklage erhoben worden gegen die mutmaßlichen Mörder unseres Nachbarn Herrn Lübcke. Ja, heute ist die Anklage erhoben worden. Wir werden auch wieder aufnehmen Mephisto, in dem es ja auch um Opportunismus und Rassismus und Nationalsozialismus geht. Wir werden Schöne Bescherungen wieder aufnehmen zur Weihnachtszeit. Das ist eine wunderbare Weihnachtskomödie. Wir werden Mutters Courage wieder aufnehmen, wo es auch um die Verfolgung einer Jüdin geht, und Intervention von Rebecca Kricheldorf, was wir dann auch mal kombinieren wollen mit Der goldene Schwanz, damit man diese Autorin noch mal so von zwei Seiten beleuchten kann. So, jetzt haben Sie es fast geschafft, meine Damen und Herren, aber auch die Sprache des Tanzes ist extrem wichtig. Die hat es ganz besonders schwer, glaube ich, im Moment, weil Schauspieler können sich zu Hause noch auf ihre Rollen vorbereiten und Text lernen, und Sänger können auch ihre Partituren sich angucken und üben. Für Tänzer, wenn sie die Bühne nicht haben und den Raum nicht haben, ist es schwer. Ich erlebe gelegentlich, wenn ich in der Aue spazieren gehe, auf einmal so Menschen, die sich in der freien Natur ziemlich ausschweifend bewegen. Und das sind Mitglieder unseres Tanzensembles. Ja. Deshalb übergebe ich jetzt zum Abschluss Johannes Wieland das Wort. Ja, danke, Thomas. Bei uns war der Einschnitt auch sehr extrem, weil wir standen also 10 Tage vor der Premiere von Der Entfaltung im Opernhaus. Und wir hatten 3,5 Monate daran gearbeitet und dann kam halt dieser Schnitt. Und das war schon sehr, sehr schmerzhaft für die Tänzer und auch für mich natürlich und für alle, die daran beteiligt waren. Wir haben dann aber im Laufe der Zeit uns dafür entschieden, die Produktion auf nächste Spielzeit zu verlegen. Und zwar an den Termin, wo ursprünglich Der wunderbare Mandarin und Der Feuervogel hätten stattfinden sollen. Das ist auf der einen Seite, diese Produktion wird komplett ausfallen. Das ist auf der einen Seite sehr traurig, weil wir sehr gerne mit dem Orchester die Produktion zusammengearbeitet hatten. Aber wie wir schon vorher erfahren hatten, ist es natürlich auch besonders schade, die ganze Arbeit, wie Thomas sagte, in die Tonne zu hauen. Das hat dann uns zu der Entscheidung geführt, dass wir gesagt hatten, okay, das tauschen wir jetzt aus. Und die Produktionsstätten, das ist ja alles schon, hat ja alles schon stattgefunden. Ja, ich hoffe, dass das dann auch tatsächlich so stattfinden kann. Und das gleiche Schicksal hat auch ein bisschen die choreografische Werkstatt ereilt, die ja eigentlich jetzt am Ende des Sommers hätte stattfinden sollen. Da haben aber Thomas, Peter, Georgen, der Tanzdramaturg und die Tänzer sich eigentlich was sehr Schönes ausgedacht. Die haben ein Filmprojekt gestartet und das wird dann demnächst online vorgestellt werden, und zwar noch in dieser Spielzeit. Für die nächste Spielzeit wird es allerdings hoffentlich so sein, dass dann im Januar die choreografische Werkstatt wieder ganz normal im TIFF stattfinden kann. Das ist die Hoffnung, und die Tänzer dann ihre eigenen Stücke da wieder aufführen können.
Dann bei uns geht es ja erfahrungsgemäß immer sehr schnell. Dann bin ich jetzt schon bei unserer letzten Premiere im Schauspielhaus. Und der Titel ist Dragonfly Theory of Theories. Die wird dann am 10. April stattfinden. Und die Libelle, Dragonfly, die hat ja in den unterschiedlichsten Kulturen auch die unterschiedlichste Symbolkraft. Sie wird zum einen als Fruchtbarkeits- und als Glücksbringer gehandelt, aber sie wird auch gleichzeitig als der Vorbote schlechter Nachrichten gehandelt. Und ich finde das eine sehr interessante, ambivalente Vorlage, weil wir werden uns um die Neugier der Menschheit beschäftigen, mit der Neugier der Menschen beschäftigen und uns die Frage stellen, inwieweit der medizinische und technische Fortschritt eigentlich Teil der Evolution ist. Oder ist es vielmehr ein Unfall der Evolution, wo man eigentlich ganz schnell bei der Definition des Natürlichen oder des, was ist natürlich, was ist unnatürlich, ist. Und man fragt sich dann auch politisch, wer hat die Entscheidungsgewalt und die Deutungshoheit über diesen ganzen Prozess, also um diesen Themenbereich werden wir uns, oder in diesem Themenbereich werden wir uns bewegen. Und das ist bei uns ja immer so, dadurch, dass wir eine Stückentwicklung haben, werden einige Themen, die ich gerade genannt habe, in den Hintergrund rücken und andere wieder in den Vordergrund kommen, die man jetzt vielleicht noch gar nicht bedacht hat. Das ist auch das Spannende daran. Und ja, wie gesagt, ich schließe mich da Herrn Bockelmann an. Ich hoffe sehr, sehr, dass wir diese ganzen Produktionen und die ganzen Pläne durchsetzen können, beziehungsweise verfolgen können, weil jetzt noch nicht so ganz klar ist, was wirklich passiert. Wir haben natürlich auch die ganzen Formate, die wir sonst anbieten, darunter fallen das offene Training, die offene Probe, das Einführungsgespräch vor den jeweiligen Vorstellungen am Abend. Und auch, da kann jeder mitmachen, bei Tanz mit Viktor Rottier. Ja, und ich denke, das war es dann auch von uns. Mhm. Und dann würde ich wieder an dich gerne abgeben. Also das einfach nochmal, das ist, glaube ich, ja nicht jeder, eben allen Menschen so ganz klar, dass modernes Tanztheater, dass da die Tänzer auch immer in Zusammenarbeit mit dem Choreografen die Autoren ihrer eigenen Rollen sind. Deshalb sind die Proben länger. Und deshalb ist gerade da eben dieses, wie gesagt, die hatten 3 Monate gearbeitet und eine Woche vor der Premiere geht es nicht weiter. Dass das kein ganz schöner Vorgang ist, können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Ich möchte mich zum Abschluss noch sehr herzlich bedanken bei allen Menschen, die vorgekaufte Karten nicht zurückgegeben haben und das Geld nicht zurückhaben wollten. Es gibt auch zahlreiche Abonnenten, die natürlich, wir können ja die Abos jetzt nicht ganz erfüllen. Also wir haben versprochen unseren Abonnenten, wir spielen ganz viele Vorstellungen, die wir jetzt gar nicht mehr spielen können. Auch da gibt es viele, die gesagt haben, wir wollen kein Geld zurück. Ein paar wollen Geld zurück, das ist auch völlig in Ordnung, das steht den Leuten auch zu. Aber wir freuen uns natürlich über diese Unterstützung. Wir werden, weil das Spielzeitheft ja normalerweise hier in den Foyers Audigen man sich holen kann, wir werden dieses Spielzeitheft jetzt auch am Ende der Woche an alle unsere Abonnenten verschicken per Post, weil ja hier im Moment das Haus noch zu ist. Wir hoffen, dass es noch diese Woche eine einheitliche Regelung geben wird für die Theater im Land Hessen, wie das weitergeht. Ich weiß, dass man im Land auch in den Zusammenarbeit mit den Sitzstädten da, glaube ich, angestrengt dran arbeitet, Herr Kittel, da sehe ich das richtig, den ich übrigens herzlich begrüße, unseren Theaterreferent aus Wiesbaden, der extra hergekommen ist, aber auch noch nicht nur wegen der Spielplankonferenz, sondern auch wegen ein paar anderer Sachen, die verraten wir jetzt aber nicht. Natürlich hätte ich mir sozusagen den Start in die letzte Spielzeit ein bisschen anders gewünscht, aber wir werden alles tun, dafür verbürge ich mich hier, selbst unter schwersten Bedingungen und unter größten Einschränkungen, auf jeden Fall Anfang der Spielzeit wieder zu spielen. Und wenn wir Abstandsgebote halten müssen, spielen wir trotzdem.
Und wenn wir nur vor 100 Leuten spielen können, anstatt vor 500, spielen wir trotzdem. Ich möchte nämlich nicht, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass es in Kassel kein Theater mehr gibt. Ja? Das muss weitergehen. Das ist sehr wichtig und wir werden unter Umständen Abstriche machen müssen von dem, was wir Ihnen jetzt hier heute erzählt haben. Vielleicht werden auch Stücke fantasievoll in reduzierterer Form sein. Vielleicht wird es auch mal eine Oper geben, wo nicht das ganze Orchester im Graben sitzt, sondern eben dann eine ganz kleine Besetzung. Ich habe gerade mit Herrn Angelico darüber gesprochen. Vielleicht wird es auch mal was geben, nur mit Klavier. Wir wissen es nicht, aber wir werden alles tun, damit der Spielbetrieb sich spätestens zum Beginn der Spielzeit wieder fortsetzt. Wie gesagt, ob wir vor dem Sommer noch was machen, da bin ich skeptisch. Ihnen wird ja auch nicht entgangen sein, dass wir das Open-Air-Konzert absagen mussten in der Aue, aber eine Veranstaltung, wo es letztes Mal 40.000 Leute waren, wo man keine Zugangsbeschränkung machen kann, geht einfach im Moment nicht. Das Gleiche wird auch fürs Theaterfest gelten, weil Theaterfest lebt auch davon, dass Open House ist. Das wird man nicht machen können. Ich habe mit allen Regisseuren schon besprochen, dass selbst wenn die Vorproben nicht stattfinden können und wir erst mit Beginn der neuen Spielzeit, also nach der Sommerpause, wieder spielen können, dann mache ich den Sturm in 3 Wochen. Dann macht Markus Dietz den zerbrochenen Krug in 4 Wochen. Auch Herr Klimek, der Regisseur von La Traviata, hat gesagt, ich mache das auch, wenn ich keine Vorproben habe, kriege ich diese Inszenierung zu Ende. Dann gibt es vielleicht kleine künstlerische Abstriche, aber wir wollen spielen und wir werden alles tun, dass das stattfindet. Dafür verbürge ich mich. Ja? Es sei denn, man verbietet es uns. Dann kann ich nichts machen. Ja? Aber wir werden auch versuchen, unseren Trägern Stadt und Land Vorschläge zu machen, wie man selbst bei Abstandsgebot und so weiter Dinge trotzdem auf die Bühne hieven kann. Am schwierigsten mit dem Abstandsgebot, das muss ich fairerweise sagen, wenn das dann noch besteht, ist natürlich das TIFF, weil da dürfen wir so 99 Leute reinsetzen. Wenn wir uns da ans Abstandsgebot halten, sind es noch 8. Ob das dann noch so richtig Spaß macht, stelle ich mal in Frage. Aber wie gesagt, im Moment müssen wir warten, wie sich die Dinge entwickeln. Ich gucke jeden Tag in die HNA, wie Sie auch. Von vorgestern auf heute gab es in der Stadt Kassel einen Erkrankten mehr. Von vorgestern auf gestern, von gestern auf heute waren es 2. Wenn das so weitergeht, wenn wir vielleicht irgendwann auch mal dann doch das Wunder erleben, dass es 2-3 Wochen so ist, dass es überhaupt keine Neuerkrankungen mehr gibt, dann kann man anders denken. Ja? Es gibt ja so ein paar insulare Geschichten, also Neuseeland, da sind Sie gerade ziemlich glücklich. Ja. Wir werden sehen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld, fürs Zuhören. Das ist für mich jetzt durchaus ein bisschen bewegend. Das ist das letzte Mal, dass ich Ihnen den Spielplan vorstelle. Aber dann wollen wir noch die ganze nächste Spielzeit toll für Sie arbeiten und denen, die dann kommen, den Einstieg hier auch so schön wie es geht machen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut nach Hause und sobald wir wieder spielen, kommen Sie bitte ganz oft in dieses Theater. Dankeschön.